Ich befürchte, was wir wirklich brauchen, ist halt ein Feldzauber. Ohne einen Feldzauber haben wir ein echtes Problem. Vielleicht schießen wir uns da ein bisschen was. Normalerweise müsste man die Konsole resetten, aber theoretisch haben wir hier die schnellere Möglichkeit, Safe States zu benutzen. Erstmal müssen wir Thea noch ein bisschen platt machen, damit wir eine Reinkarnation machen können. Thea platt zu machen kann ja nicht so lange dauern. Das magische Labyrinth ist hilfreich wie immer. Ich mach mal eine Freskabühne raus. Doppelfusion. Okay. Das ist wahrscheinlich Magical Stamp oder so. Schau mal, was sie sich da hingelegt hat. Es ist. Mystische Elf, tanzende Elf. Was ist es denn? Ist das. Ist das Magical Sand? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall geben wir mal was Leckeres zu trinken. Hi Jeremy! Herzlich willkommen! Es ist auf jeden Fall verdeckt und paralysiert. So viel wissen wir. Endlich Feierabend, das freut mich für dich. Dann willkommen im Feierabend. Reskabun nach vorne. Die brauchen wir sowieso nie alle. Dann setzen wir den König von Yamimakai mal an die Seite. Dunkler Elf vielleicht, das könnte hinkommen. Das könnte ein dunkler Elf sein. Das andere jetzt durch? Ja, 2007 haben wir abgeschlossen. 2007 zockt man nicht mehr. So, König darüber, Beatgabun darüber. Und dann beschwören wir schon mal Metalldrachen oder so in sein Gesicht. Boah. Sieht so aus. Komori-Drache braucht kein Mensch. Wir sind zu Metalldrachen. Und schwupp. Ah, schon mal ein guter Start. Wir holen uns ein Metall dran, weil es so viel Spaß macht. Oh, gucken wir mal den Lied. Es ist eine weitere Keybase. Boah. Das ändern wir doch direkt mal wieder. Ach, ernsthaft. Winged Egg of New Life. Okay, da kommt doch unser König nicht durch, ne? Ja. Kann aber zumindest wieder in Angriff gehen. Gut, dann müssen wir von der anderen Seite an die Fee rangehen. T
Militär wehrt sich mehr oder weniger. Das ist schrecklich. Sowas passiert normalerweise nicht. Okay. Sie greift mit dem Geist der Harfe an. Ja, okay, das ist gefährlich. Das Ei kann dann nicht weg. Schauen wir mal. Beastkrieger. Klingt nicht so richtig. Ich schätze mal, wir nehmen uns Binding Chain dafür. Was vielleicht später noch irgendwas funktionieren kann. Ach, komm schon. Mystische Hilfe. Das wäre ein gutes Monster. Was ist denn hier los? Thea kämpft. Gut, dann zerstören wir den Geist der Harfe. Tja, Keymaze wird gleich unseren Binding Chain überrennen, befürchte ich. Boah, das Ei ist jetzt plötzlich stärker als unsere Monster. Wenn's will, kann's uns trotzdem verfolgen. Holt sich aber was Neues. Mhm. Mega-Eier, vor allen Dingen die mega-mystische Elfe. Die mystische Elfe ist tatsächlich eine saugute Karte in dem Spiel. Jo, da ist jetzt das Killer-Ei des Lebens. Und dann haben wir es gespellbound für eine Runde. Das Ding wird einfach von der Falle gefressen, was schon mal viel wert ist. Wenn wir einfach was hätten, was zwei Schritte weit gehen kann, wäre alles gut. Wir können einen Blackland davon nebenschieben. Könnten ihn auch zum Zombie-Drachen machen, aber es würde ihn schwächen. Da nichts rausbeschwört zumindest. Guck ich später mal nach, Jeremy. Ja, gut. Hat's nicht für nötig befunden, von unserem Monster wegzugehen. Das heißt, wir haben jetzt endlich gewonnen. Aber ein unnötig langes Duell ging sehr. Und tschüss, Margok. Hier war auf jeden Fall eine mystische Elfe da drin, die wäre saugut sein, auch wenn wir die guten Kombinationen dafür momentan nicht haben. Sehr schön. Versuchen wir mal, unser Glück 3 davon zu kriegen. Nope. Okay, kann einfach die Tanz der Elfe kriegen oder so. Was ist sie dann? Ja, okay. Mystische Elfe und tanzende Elfe.
So, die Dame müsste nämlich ja alle Lichtmonster um 800 Punkte mal eben stärken, wenn man so flippt. Unser Deck ist jetzt nicht gerade für Lichtmonster berühmt. Bei den Chain Keymaze, was wir halt von Thea selbst gekriegt haben. In der Theorie aber ein super Teil. Hat auch mal eben 2800 Verteidigungspunkte einfach so. Für gerade mal 4 Sterne ist das schon ziemlich gut. Ich glaube, wir müssen noch ein Duell machen, bevor wir reinkarnieren können, wenn ich das richtig sehe, weil dann haben wir 5 Duelle gemacht. Also machen wir mal eben einfach noch ein Duell gegen Thea. Das hoffentlich ein bisschen schneller geht. Und dann schätze ich, müssen wir mit der Reinkarnation ein bisschen schießen, damit wir einen kleinen Vorteil zumindest kriegen, weil ansonsten grinden wir hier ewig. Ja, sie verstärkt sich auch selbst. Oh Gott, das wollen sie besonders nicht. Ja, mystische Elfe ist saugut. Vor allem verstärkte Lichtmonster, das heißt, man kann sie mit weißen Drachen spielen oder sowas. Wenn man welche hätte. Potion doch schon mal wieder rein. Was ist der Jeremy? Ganz schön spät, aber viel Erfolg. Ja, das Ding paralysieren wir mal wieder. Jo, und dann schmeißen wir einfach den ganzen Kram ab und gehen mit dem Air-Eater dahin. Ja, soweit so gut. Bleibt wieder spannenderweise einfach stehen und will den Schlag ins Gesicht tanken. Da liegt eine Dark Witch. Die wäre super zu haben, wenn wir die gleich im Friedhofsroulette haben. Angreifen. Ja, Eater, zack, 2100. Und das war's dann. Naja, ist viele Lebenspunkte für Kriol. Okay, Ushioni, du kriegst den letzten Schlag. Oh, der Deutsche Mann hat 10 Euro gespendet. Zischt außerdem mal ab. Wünscht einen schönen Stream und Abend noch. Ja, der auch einen wunderschönen Stream und Abend noch. Naja, Stream dann nicht mehr, aber Abend noch. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Das war ja mal nett. Dann hätten wir dann nochmal Silberfell und Bogen drin. Die Darkwitch ist leider nicht im Friedhof. Vielleicht kriegen wir den Silberfell und Bogen zumindest. Sehr schön. Gucken, ob wir mehrfach kriegen. Nope. Dann versuchen wir den Geist der Harfe zu treffen, schätze ich. Ich bin genau einen drüber gegangen. Okay, das speichern wir uns aber auf jeden Fall mal. Jo. So, Reinkarnation ist jetzt möglich. Theoretisch könnte ich natürlich, das ist in diesem Spiel gar nicht so schwer, weil das Speichern und das wieder in den Titelbildschirm zurückgehen so leicht funktioniert. Erst speichern, was wir gerade getan haben, reinkarnieren und wenn uns die Karten nicht gefallen, wieder in den Titelbildschirm zurückgehen und dann nochmal reinkarnieren, bis wir was haben, was uns gefällt. Aber im Emulator kann ich uns das tatsächlich noch ein bisschen abkürzen, indem ich einfach ein Safe State setze, was ganz nützlich ist.
So, schauen wir mal. Was reinkarnieren wir denn am besten hier von den Karten? Versuchen wir es mal mit Barox. Der hat einen interessanten DC-Wert. Vielleicht kommt da was Sinnvolles raus. Moon Envoy. Spannend, aber nicht unbedingt, was wir brauchen. Yusuf. Great Bill. Spannende Karten. Leider überhaupt nichts Nützliches. Aber spannende Karten. Das kann man nicht anders sagen. Versuchen wir es mal mit dem dreiköpfigen Guido. Mal schauen, was wir da so kriegen. Darkness Approaches. Toadmaster. Hat Toadmaster einen Effekt in dem Spiel? Oh, Hoshiningen. Stärkt Lichtmonster um 300. Toadmaster holt Frog the Gem zusätzlich raus. Hoshiningen ist ja gar nicht so schlecht, theoretisch. Darkness Approaches. Tut alle Karten wieder verdeckt aufs Feld. So, warte, ich glaube, damit kann man arbeiten. Ich glaube, das behalten wir so. Ist nicht unbedingt, was ich mir jetzt wirklich gewünscht hätte, aber ich glaube, damit kann man arbeiten. Wir starten mit einem Dunkelheitsdeck und bauen es in ein Lichtdeck um. So spielt man das, oder? Momentan haben wir da, was das angeht, nicht übermäßig viel, leider. Funken kann halt raus. Tut mir leid, aber... Ne? Abschiss Labyrinth kann raus. Turbun ist nicht sehr nützlich, aber hey. Die mechanische Schnecke kann man tatsächlich für Fusionen benutzen. Schon gar nicht, dass man Neckhunter können wir am ehesten noch mit raus tun. Tun wir Hoshiningen rein, tun wir Darkness Approaches rein. Dann tun wir Silberpfeile und Bögen rein. Was für ein Deck wirst du dir zusammenstellen? Wie es aussieht, ein Lichtfeendeck. Denn das ist die Option, die das Spiel uns gegeben hat. Denn das Fiend-Deck können wir gegen Mai einfach nicht benutzen. Es ist einfach von vorne bis hinten zu schlecht gegen sie. Neo ist auch nicht so richtig geil. So, mystische Elfe auf jeden Fall. Tanzen Elfe auch auf jeden Fall. Tenderness. Das ist nicht so richtig super, aber könnte vielleicht sogar helfen. Kuribo ist eine ganz tolle Scout-Karte, die kann man einfach drin lassen. Der Neckhunter macht sowieso nicht viel. Hinatama ist einfach nur billig. Willkommen zurück, Jeremy. Ja, riesig, du. Sword of Dragon's Soul kann man gegen sie gut gebrauchen. Call of the Haunted lassen wir gegebenenfalls mal noch drin. Ratchet Ghost kann man zumindest leicht abschmeißen. Selber eine Fee, immerhin. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, wie das mit Dancing Elf aussah und Fusion zu anderen Feenmonstern. Ich
Weißt du, dass man Dancing Elf in ungefähr einer gefühlten Million Fusionen benutzen kann? Aber wie viel davon wirklich dann nachher noch Licht ist, ist die andere Frage. Ich glaube, die ändern dann immer ihre Typen in halt irgendwas anderes, was wir damit reinfusionieren. Und das Schöne ist, dass wir mit so einem Finsternis-Deck nicht übermäßig viel machen können, außer gegebenenfalls vielleicht noch die dunkle Elfe, wenn wir Glück haben. Und das auch eher mit Spellcaster, mit Fiends ist da glaube ich nicht so viel zu tun. Na gut, wie dem auch sei. Wir müssen immer noch irgendwas raus tun, und tun wir halt. Halt halt. Der maskierte Clown macht wahrscheinlich nicht viel. Ich glaube, der maskierte Clown tut tatsächlich nicht sehr viel. Den raus und tun Sword of Plagues Soul rein. Schauen wir mal eben. Wir haben nur den Unknown Warrior of Fiends. Müssen wir also im Hinterkopf behalten dafür. Okay, das kann nur eine absolute Katastrophe werden. Das Schöne ist ja, dass Feen tatsächlich auch einen Vorteil auf Mountain haben. Blöde ist halt, dass wir nicht so viel mit High-Level-Feen momentan haben und Spiel machen können. Solange die fusionierten Feen unter 800 ATK haben, kommt eine mystische Elfe dabei heraus. Kommt da immer mystische Elfe dabei heraus? Kann sein. Aber dann müssen wir die halt auch ineinander fusionieren irgendwie. Und wir haben halt nicht so viele Elfen, die wir untereinander fusionieren können. Das ist das größte Problem. Ja, dann hätten wir die Combo schon mal. Ich befürchte, dann müssen wir die direkt in der ersten Runde rausspielen. So viel dazu. Ich habe nicht dran gedacht, dass es die Cyber Soldier gibt. Okay, so viel dazu. Naja, haben wir für die Zukunft hier rumfliegen. Das war schon mal eine Katastrophe. Mein Kopf ist gerade mit Elfenfusion beschäftigt. Das ist gerade Harpyenschwester in der ersten Runde. Schauen wir uns jetzt aber nach. Das sind Tyhone, Darkfire Dragon und Harpyen Lady. Hä? Was ergibt das denn? Ach so, wahrscheinlich. Boah, wie heißt das Viech? Blue Wing Crown oder so mit 2-1. Darkness Approaches, ja. Die werden wir uns für die Zukunft behalten müssen. Tenderness. Traurigerweise wird Tenderness eine unserer Schlüsselkarten sein, die wir uns aufbauen müssen. Warten mal ganz unauffällig hier hinten. Mai darf gerne da vorne mauern, bis wir so weit sind, ein ordentliches Monster zu beschwören. Nee, nicht in unsere Richtung kommen, das ist blöd. Geh weg. Hat das. Das Ding hat 2-1 im mit Aufbau? Hat das Ding 1-6 normalerweise? Nein, nicht Surrender. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Ich glaube, das Ding hat 2-1 und wir können das Ding quasi suiciden mit unseren Air-Eatern. Ich könnte mich aber auch total täuschen gerade. Wir werden es feststellen, schätze ich. Das ist tatsächlich Happy's Pet Dragon. Großartig!